In den nächsten Tagen haben wir es dann doch wieder mit sehr energiereichen Luftmassen zu tun. Das sind dann doch wirklich extreme Luftmassen mit sehr, sehr großem Potenzial für extreme Unwetter durch Starkregen, Hagel und auch Sturmböen. Wir werden in diesem Video uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wir werden in diesem Video mal nicht auf die Langfrist eingehen. Wir werden einfach nur auf diese Woche jetzt eingehen, wie die Unwetter denn ausfallen werden. Dafür habe ich auch noch ein paar Warnkarten erstellt. Und dann begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu dieser morgendlichen Wettervorhersage. Als allererstes hat mir der Wolli noch ein paar Fotos von der Ostsee zugeschickt. Danke an Wolli, hier wirklich von diesem wunderschönen Meer und dann hier passend dazu noch mit diesem wirklich schönen Sonnenuntergang an der Ostsee. Auch wenn ihr oder wenn ihr auch so Fotos, Bilder, Videos habt, könnt ihr mir sie gerne an justinswetter@gmail.com schicken. Die anderen Möglichkeiten stehen hier auch noch, zum Beispiel auch auf Discord. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die ganzen Fotos auch zukommen lassen würdet. Dann kann ich die auch sehr, sehr gut in meinen Videos einbauen. Schauen wir jetzt als allererstes mal auf die Tageshöchsttemperaturen vom gestrigen Tag. Und da sehen wir dann noch vor allem Richtung Westen und Südwesten sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen. In Baden-Württemberg haben wir die 30-Grad-Marke schon geknackt. Die höchste Temperatur war hier 30,3 Grad in Wullach, wenn ich mich nicht irre. Und Richtung Osten vor allem, hier dann noch ein Ticken kühler. Hier kommt auch die ganz extreme Hitze wohl nicht an. Schauen wir uns als nächstes mal die Wetterlage an, jetzt vom heutigen Dienstag, und da hätten wir eine sehr, sehr warme bis heiße Südwestströmung mit schon Temperaturen in 1500 Metern Höhe, vor allem in der Südwesthälfte und Südhälfte von Deutschland in 1500 Metern Höhe bei um die 20 Grad. Und das sehen wir jetzt hier sehr, sehr gut, wie dieser Hitzepeak dann Deutschland erreichen könnte. Und gefühlt nur Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal würde getroffen werden. Also da kann das dann noch teilweise wirklich sehr, sehr heftig zur Sache gehen mit dieser Hitze. Eine kleine Hitzewelle ist durchaus auch möglich. Schauen wir uns da jetzt mal die Cape-Werte vom heutigen Dienstag an. Und die werden dann doch vor allem hier schon im Südwesten deutlich erhöht. Mit Werten, die dann schon an die 3.000 bis 4.000 Joule pro Kilogramm vor allem über Frankreich reingehen sollen. Aber auch in Süddeutschland hätten wir diese doch extremen Cape-Werte mit teilweise schon 2.000 bis 3.000 Joule pro Kilogramm. Und das Eikenmodell nicht ganz so verbreitet Richtung Südwesten. Eher über Frankreich mit diesen deutlich erhöhten Cape-Werten. Schauen wir uns das Wetter dazu jetzt mal an. Verbreitet sehr, sehr viel Sonnenschein werden wir dann noch bekommen. Eventuell über der Schwäbischen Alb, über dem Schwarzwald und generell in den südlichen Mittelgebirgen schon das ein oder andere Hitzegewitter möglich. Das kann ich nicht ausschließen, das will ich auch nicht ausschließen. Das kann es durchaus geben. Durch Hebung kann es dann doch hier dann wirklich zu ersten heftigen Auslösen kommen. In ganz Deutschland wäre es dann sonst gedeckelt. Vor allem in der West- und Südhälfte würde es dann kaum Gewitter und Unwetter geben. Wie gesagt, eher nur ausgehend von den Mittelgebirgen wie der Schwäbischen Alb. Und wir würden dazu Temperaturen zwischen 24 und 35 Grad bekommen. Im Westen hätten wir schon eine sehr, sehr deutliche Schwülebelastung und Richtung Osten hätten wir eher noch diese trockene Hitze. Dann schauen wir uns jetzt den 31.07. an, also den Mittwoch, und da würden wirklich sehr, sehr warme bis heiße Luftmassen nach Deutschland strömen mit schon Temperaturen in 1500 Metern Höhe von wohl an die 20, 23 Grad. Und da kann es dann doch wohl am Oberrhein sehr, sehr heiß werden. Aber dazu werden auch schon im Südwesten am Abend heftige Gewitter bzw. Unwetter möglich. Das rechnet hier zum Beispiel das Eiken D2-Modell oder generell nur das Eiken-Modell. Nicht nur das Eiken-Modell rechnet schwere Gewitter im Westen und Südwesten. Auch das GFS-Modell, einmal von NRW über Baden-Württemberg bis teilweise nach Bayern rein, werden dann doch heftige Schauer und Gewitter möglich. Und dazu hätten wir dann folgende Cape-Werte. Vor allem über Frankreich deutlich erhöht, aber auch hier Richtung Bayerischen Wald deutlich erhöhte Cape-Werte und hier vielleicht noch so einen kleinen Zipfel, wo es erhöhte Cape-Werte geben könnte. Das Eiken D2 oder das Eiken-Modell rechnet vor allem in der Süd- und Südwesthälfte dann diese deutlich erhöhten Cape-Werte mit schon Werten, die dann an die 2.000 bis 3.000 Joule pro Kilogramm drangehen sollen. Über Frankreich noch deutlich energiereichere Luftmassen. Hier kann es dann noch schwerere Unwetter als bei uns in Deutschland geben. Dazu habe ich jetzt mal die Wetterkarte erstellt oder die Vorhersagekarte, und da sieht man es von NRW. Einmal bis über ganz Süddeutschland hätten wir dann doch schwere Schauer und Gewitter mit großem Unwetterpotenzial. Temperaturen zwischen 26 und 37 Grad, wohl Richtung Osten hält es noch. Hier wohl sehr, sehr viel Sonnenschein. Aber je weiter man doch nach Westen vorankommen würde, ja, desto mehr würde dann doch die Gewitter- und Unwetterluft dann hier ankommen. Dazu habe ich jetzt zwei Warnkarten erstellt. Einmal
den groben Bereich. Vor allem im Westen und Südwesten dann noch diese erhöhten Gewitter- bzw. Unwettergefahren. In diesen Gewittern kann es dann doch Starkregen zwischen 30 und 70 Liter pro Quadratmeter geben oder zwischen 30 und 70 Millimeter. Zusätzlich muss man dann doch mit schweren Sturmböen rechnen. Also da kann es dann doch heftig zur Sache gehen. Und jetzt habe ich den Hauptgefahrenbereich nochmal unterteilt in noch einen Bereich, wo es noch heftiger ausfallen könnte. Und das wäre dann doch der Westen bzw. Südwesten, wo man dann doch mit diesen wirklich sehr, sehr schweren Gewittern rechnen muss. Also hier besteht dann doch große Gewitter- bzw. Unwettergefahr. Schauen wir uns dann jetzt noch den Donnerstag an und da könnte dann ein Unwettertief Deutschland erreichen. Das ECMWF-Modell hat die Gewitter bzw. Unwetter jetzt etwas weiter wieder nach Norden geschoben, würde dann vor allem über der Mitte und im Süden teilweise heftige Unwetter sehen. Das GFS-Modell eher nur im Süden, aber sieht auch einzelne Gewitter ausgreifend bis nach NRW und Hessen. Und das Icon-D2 oder das Icon-Modell vor allem nur im Süden schwere Gewitter. Das hatte das zwischenzeitlich auch mal weiter im Norden. Aber auch hier nach dem Icon-Modell könnten wohl heftige Gewitter bzw. Unwetter NRW erreichen. Schauen wir uns die Cape-Werte dazu an. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, vor allem im Westen und Südwesten, diese deutlich erhöhten Cape-Werte zwischen 1000 und 2000 Joule pro Kilogramm. Vielleicht auch irgendwo mal 3000 Joule pro Kilogramm möglich. Und das Icon-Modell sieht vor allem im Süden dann doch diese erhöhten Cape-Werte nicht ganz so hoch wie das GFS-Modell, aber wir hätten hier auch erhöhte Cape-Werte. Schauen wir uns jetzt mal zusammengefasst den Donnerstag noch an und da sehen wir dann vor allem im Süden bis in den Westen teilweise diese schweren Schauer und Gewitter mit großem Unwetterpotenzial. Richtung Osten wird es weiterhin noch halten, aber wieder, je weiter man nach Westen kommen würde, desto größer würde hier das Gewitter- bzw. Unwetterpotenzial werden und desto höher würde auch das Risiko von schweren Schauern und Gewittern werden und Temperaturen ein bisschen kühler oder deutlich kühler eigentlich als am Donnerstag, Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad wohl nur noch. Dazu habe ich jetzt auch nochmal eine ganz schnelle Warnkarte erstellt, nur erstmal grob, denn das kann man noch nicht genau sagen, ob das jetzt weiter im Norden ist oder weiter im Süden. Ich habe jetzt einfach mal die Zone vom Westen bis in den Süden eingezeichnet, einfach nur zur Sicherheit, dass es auch im Westen schwere Gewitter bzw. Unwetter mit großem Hagel, Starkregen und Sturmböen geben könnte. Und man kann auch sagen, im Fazit dazu, ja, die Unwetter können sich auch noch nach Norden weiter verschieben, aber auch nach Süden noch. Also da ist noch ein bisschen Spielraum drin. Es kann auch durchaus 100 Kilometer weiter im Norden liegen, aber auch 100 Kilometer weiter im Süden. Schauen wir uns die Niederschlagsmengen jetzt bis zum Freitag an und da sieht das Icon-Modell vor allem im Süden einiges an Niederschlag, teilweise bis zu 40, örtlich immer 50 oder 60 Liter pro Quadratmeter, etwa bis zu einer Linie Süd-NRW bis Sachsen. Und das GFS-Modell sieht das eigentlich ähnlich, sieht da auch diese Linie Süd-NRW bis Sachsen, diese wirklich erhöhten Niederschlagsmengen, auch hier nach dem GFS-Modell im Südwesten teilweise an die 80 an die 40, 50 Liter pro Quadratmeter bis zum kommenden Freitag. Zum Schluss wollen wir uns jetzt noch die Ensembles anschauen für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale. Und da haben wir hier die rote Linie, ist nämlich das langjährige Mittel der letzten 30 Jahre. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen und die ganzen Läufe finden wir hier dann doch im Bund. Und unten sehen wir die Niederschlagssignale. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass wir dann hier eher im Norden in Sylt eher bei durchschnittlichen Werten liegen würden mit ein paar Niederschlagssignalen, die dann hier wohl vorhanden wären. Im Bautzen im Osten sieht man hier zwischendurch mal so eine Hitzepeak, der hier möglich ist und dazu auch ein paar Niederschlagssignale, die aber nicht besonders ausgeprägt sind. Aber man sieht dann doch dieses Rotieren der Läufe, viele gehen nach oben, stürzen aber auch wieder ab, also sehr, sehr große Unsicherheiten sind dann doch auf jeden Fall mit dabei. Schauen wir uns das Ganze jetzt für Wangen im Allgäu an und auch hier ein ähnliches Spiel, sehr viel Spielraum, sehr viele Läufe, die nach oben ausreißen, dann wieder nach unten. Also da ist auch wieder hier nach dem Sormels ein sehr, sehr großer Spielraum mit dabei und dazu haben wir auch hier ein paar Niederschlagssignale, meistens in Form von Schauern und schweren Gewittern. Also da kann es dann wieder heftig zur Sache gehen. Schauen wir uns dann jetzt das Ganze noch für den Westen an, in diesem Fall Mönchengladbach. Auch hier eher alles durchschnittlich mit einigen Ausreißern nach oben und nach unten, die da mit dabei sind und ein paar Niederschlagssignale sind auch hier vorhanden. Und das Fazit, was man daraus ziehen kann, ja, es wird dann jetzt in den Tagen wieder vermehrt zu schweren Gewittern bzw. Unwettern kommen. Da baut sich dann doch eine sehr energiereiche Luftmasse auf, die sehr, sehr großes Potenzial hat.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt liken und abonnieren würdet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie gesagt. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr Kanalmitglied werden würdet. Das würde mir unfassbar weiterhelfen. Aber wie gesagt, ist das alles kein Muss. Schaut auch noch gerne in meinem Merch-Shop vorbei. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich heute Nachmittag wieder.